GoFor Peace meldet sich wieder am Sonntagmorgen, dem 26. Juli, weiterhin mitten aus dem Camp. Und ich kann euch sagen, gestern Abend, das war ein total bedeutsamer Abend. Wir hatten eine Zoom-Konferenz verbunden mit vielen Jugendlichen in ganz Europa. Einige sind in Quarantäne, andere machen tolle Aktionen in ihren Ländern. Und ganz besonders getroffen hat mich die Erfahrung einer jungen Frau aus der Hauptstadt von Albanien, aus Tirana. Und dort in Tirana hat sich eine kleine Gruppe wirklich aus Eigeninitiative gegründet, weil die mehrfach bei den Camps mit dabei waren. Und sie haben gesagt, wir wollen auch was machen. Wir wollen Jesus an Bord halten und wir wollen mit ihm wirklich denen helfen, die uns brauchen. Und dann sind sie aufgebrochen, in ein kleines Dorf gegangen, ganz in der Nähe von Tirana, und haben sich dort mit 6 Leuten um kleine Kinder gekümmert. Und das Strahlen in dem Gesicht dieser Go4Peaceler, das geht mir gar nicht wieder aus dem Herzen. Und ich habe gemerkt, die haben etwas gefunden, was sie vorher nicht gefunden hatten. Und als wir dann hinterher fragten, und wie war das heute? Da sagte Elona, die ist in der zweiten Hälfte der 20er Jahre jetzt so, sie sagte, eine solche Erfahrung habe ich noch nie gemacht. Und man spürte die Freude und sie sagte, zu den Kindern, da werden wir wieder hingehen, weil denen geht's nicht gut und wir haben denen eine ganz tiefe Freude gebracht. Und genau das ist der Ankerpunkt im heutigen Evangelium, wieder von Matthäus aufgeschrieben. Die Kirche bietet uns heute nämlich eine ganze Menge an Gleichnissen zum Himmelreich. Ich lese nur eins. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und er kaufte den Acker. Also, wenn wir über das Himmelreich nachdenken, dann geht es darum, dass Gott uns eine Freude schenken will und auch einen Frieden, den diese Welt nicht geben kann. Und das gilt es zu erfahren. Und wie erfahre ich das? Indem ich wie ein kleines Kind auf das Karussell aufspringe. Wenn ich daneben stehen bleibe, bin ich immer traurig und gucke zu und denke, warum dürfen die? Und ich erfahre das gar nicht. Wenn ich als Kind auf dem Karussell drauf bin, dann habe ich sofort die gleiche Freude wie auch die anderen Kinder und winke Mama und Papa zu. Und das ist der Punkt. Wenn wir anfangen, das Geheimnis Gottes zu leben, eben uns zu verschenken, dieses Don't Stop Giving zu leben, dann kommen wir auf einmal in die Dynamik der Freude, die diese Welt nicht geben kann. Also hör nicht auf zu geben, Don't Stop Giving, das werden wir hier im Camp und an den vielen Orten Europas heute leben und wir wissen uns mit euch verbunden. Don't Stop Giving. Einen schönen Sonntag.